Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jena hier mit der Mütze ist kaum wieder zu erkennen, das ist Till von Till und sein Vlog. Richtig. Und wir reden heute über den 19. Oktober. Heute am 19. Oktober hat Geburtstag Evander Holyfield. Kennst du? Nein. Aber doch, sagt mir irgendwas. Holyfield, genau, ein Boxer, ja. Viermaliger Schwergewichtsboxweltmeister, war auch zu seiner Zeit der einzige Boxer, der in seiner Karriere viermal hintereinander also Boxweltmeister geworden ist. Bedeutet, also der ist 1990, 1993, 1996 und 2000 ist er Boxweltmeister geworden, weil er dann halt später halt irgendwie immer abgelöst worden ist. Das war der einzige, der es viermal geholt hat insgesamt. Was guckst du denn da? Weil du gerade gesagt hast hintereinander, aber das war ja gar nicht hintereinander. Nein, also... Wie erkläre ich es dem Kinder? Also 1990 ist er Boxweltmeister geworden. Jo. Das erste Mal. Zwischenzeitlich hat er dann den Titel wieder verloren. 93 ist er wieder Boxweltmeister geworden. Verloren irgendwann. 96 gewonnen. Ja. Wieder verloren. 2000 hat er, dann hat er irgendwann wieder verloren. Dann hat 2000 hat er wieder gewonnen. Also er war viermal Boxweltmeister hintereinander, ist doch egal. Ja, hintereinander? Ja, ist ja gut. Jedenfalls war das auch der, der sich das Ohr abbeißen lassen hat von Mike Tyson. Ach, der war das? Genau. Ja, das war der, der mit so einem halben Ohr jetzt irgendwie rumläuft, weil Mike Tyson tatsächlich ihm ein Stück Ohr abgebissen hat. Und das wächst ja nicht nach. Nein. Der Rotz. Ja. Am 19. Oktober war aber auch noch was anderes. Ja, und zwar hat sich die DLRG gegründet. Die DLRG, Deutsche... Deutsche Lebensrettungsgesellschaft e.V. Die hat sich gegründet, und zwar schon 1913. Nee. Doch. Jetzt, also das ist ja ein Hammer. Seit da, also von da an, retten die kontinuierlich Leben. Ich wusste gar nicht, dass die Leute schon so lange schwimmen können. Ja, und vor allem sterben. Sterben können sie schon länger. Ja, aber seit 1913 werden sie quasi immer gerettet. Ach so, ja, ja, genau. Okay. Also nicht immer, aber schon relativ häufig. Häufig. DLRG, auf jeden Fall eine gute Sache. Am 19. Oktober haben wir auch ein Fakt des Tages. Jedenfalls, Fakt des Tages ist, intelligente Menschen halten öfter Mittagsschlaf. Nee, Mittag. Ist egal. Machst du Mittagsschläfe? Mittagsschlafe? Wie sagt man? Mittagsschläfchen? So. Ab heute, ja. Ja, weil du intelligent wirken möchtest, oder? Nein, ich mache keinen Mittagsschläfe. Ich mache auch keine Mittagsschläfe. Warum mache ich eigentlich kein Mittagsschläfchen? Ich bin doch voll schlau. Sagt man. Meine Mutter. Und hast du sonst alle noch Verwandten. Was Brauchbares für den Tag heute? Was? Nee, das war der Fakt des Tages. Nochmal? Fakt des Tages. Ja, egal. Nee, eigentlich nichts. Das war's. Das war der 19. Oktober. Nichts los. Wir haben doch, wieso? Wir haben doch ganz viel. Wir haben, Evander Holyfield hat Geburtstag, intelligente Menschen schlafen häufiger mittags und DLRG ist gegründet worden. Reicht ja wohl für den Tag. Ja, okay. Ja. Wir müssen ja morgen auch noch was haben. Also ich jetzt nicht. Wir sehen uns wieder am 20. Oktober. Tschüss. Cheerio, Miss Sophie.